Spanish Turn ist auch eine Variante von den üblichen Tribal Bewegungen, die unser Tribe speziell hat. Also das heißt, sie wird normalerweise auch anders getanzt im klassischen Tribal. Hierbei ist es so, dass ich mich um 180 Grad drehe. Das heißt, nur auf die Füße gesehen und auf die Hüfte gesehen ist es so, dass ich meinen rechten Fuß also über den linken stelle. Das heißt, ich kreuze den linken Fuß und sacke hierbei in die Hüfte. Das heißt, ich lasse meine rechte Hüfte sacken. Hierbei ist wichtig, dass ich mich wirklich zur Seite sacken lasse und nicht nach hinten raus. Das sieht in der Drehung nicht ganz so gut aus. Wenn ich mich drehe, dann löse ich die Überkreuzung meiner Beine auf und zurück drehe ich mich auf die gleiche Art und Weise. Ich stelle den rechten Fuß, kreuze mit dem rechten Fuß den linken, lasse mich in die Hüfte sacken und drehe mich wieder nach vorne. Die Arme geben an, dass ich diesen Spanish Turn machen möchte. Hierbei ist es besonders hilfreich, wenn ich jetzt andere Bewegungen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Bodywave komme, dass ich einmal nochmal die Arme nach außen strecke oder auch wenn es aus einer anderen Bewegung kommt, wo auch schon die Grundhaltung in den Armen drin ist. Ich strecke die Arme aus. Wenn ich mit dem rechten Fuß das linke Bein kreuze, geht meine rechte Hand nach vorne vor die Brust, die linke Hand geht nach hinten, so im unteren Rückenbereich würde ich sagen. Ich mache ein Floreo, dann drehe ich mich um 180 Grad und hierbei drücke ich die Arme seitwärts nach außen. Dann gehen die Arme nach oben, nach außen und das Ganze wieder zurück. Ich kreuze mein linkes Bein, rechte Hand vor die Brust, linke Hand im unteren Rückenbereich. Ich drehe mich, drücke die Arme nach außen, oben, außen. Hierbei kommt es auch öfter vor, dass die Person, die vorne steht, im Eifer des Gefechts vergisst, die Arme zum Abschluss nochmal nach oben, nach außen zu stellen. Hierbei folgt einfach der Person, die vorne steht natürlich. Was sie tanzt, ist das, was sie ist, quasi der Ton, der angegeben wird. Aber möglichst, wenn ihr vorne steht, denkt dran, dass es auch noch dazu gehört, um die Bewegung abzuschließen. Und hier ist auch besonders schön, dass ihr die Energie bis in die Fingerspitzen sendet, wenn ihr die Arme zur Seite streckt und nach oben. Ich finde es besonders schön, auch so die Bewegung einzusetzen aus dem Handgelenk heraus, bevor ich die Arme wirklich ganz gerade nach oben oder zur Seite strecken.